Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Mit mir wie immer dem Scheidel, und ich war hier irgendwie und muss jetzt erst wieder an die Steuerung mich gewöhnen, beziehungsweise erstmal schauen, was ich hier machen muss. Okay, hier kann ich dann hier, ne, wie mache ich das? Ach, mit Steuerung oder? Ah ja, hier, genau, perfekto, würde ich sagen. So, die erstmal dahinter schieben und ja, mal schauen, wie das jetzt funktioniert. So, mal im Groben. Da, okay, so funktioniert das nicht. Ich habe eben selber gerade null Ahnung, wie. Und ja, einmal mal ausprobieren jetzt. Es ist ja lang kein Teil von dem mehr gekommen. Tut mir leid, aber es ist einfach zeitmäßig einfach nicht mehr gegangen. Mach. Und ja, jetzt habe ich mal wieder Lust bzw. Zeit gehabt. Und passt eigentlich eh perfekt. Und ja, mal schauen, was wie das wird. Weil die Rätsel werden ja nicht wirklich einfacher, muss ich sagen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was man da überhaupt machen muss. Aha. Gott. Ja. Okay. Okay, ich lasse den jetzt mal da oben. Schauen wir mal, was passiert. Ach, ah, okay. Ich weiß, glaube, was ich dann machen muss. Da dann hoch. Und hier dann quasi warten, bis es das Ding auslöst, und dann kann ich das hierher ziehen, oder? Oh. Hallo. Ach. Wie komme ich da dann hoch? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach doch, ne, warte. So. Okay, ich glaube, ich hab's raus. Verschluss, hab's raus. Perfekt. Gut, wie gesagt, es ist eben kein Part gekommen, weil ich erstens wirklich keine Lust hatte auf das Spiel. Es regt mich teilweise echt auf, weil es relativ schwer ist. Und jo. Auch aus... Oh. Zeitgründen nicht. Boah, komm, so behinderte Kacke. Ist klar. Genau, wegen sowas nervt mich dann das Spiel. Es ist einfach nur behindert und scheiße und schwarz. Da muss ich wieder ganze Kacke von vorne machen. Und das nervt mich. Das langweilt mich, Alter. Komm, drück auf den Knopf. Komm jetzt. Wenn ich das jetzt nicht auf Anhieb schaffe, dann mache ich eine Pause und einen Schnitt und richte das wieder alles hin. So, erstmal die Leiter hier aus. Ja, nee. Zurück. So. Leiter auslösen da hinten. Weil der Typ läuft auch nicht schneller. Oder? Nee, nicht wirklich. So. Wenigstens habe ich das jetzt mal. Also die Vorgehensweise raus, aber naja, nicht wirklich. Das Skill und so. Aber na, das wird noch. So, jetzt kommt die Kiste da hoch. Ich
schnappt die mir jetzt einfach so. Sie geht hoch und fliegt der wieder runter. Perfekt. Nix leichter als das, Jungs. So, jetzt schauen, das ist perfekt. Ja. So. Wie, das funktioniert nicht. Dann flippe ich echt aus. So. Und das müsste eigentlich funktionieren. So, dann vielleicht noch ein paar Randinformationen. Vielleicht habt ihr das 30 Fakten oder 31 Fakten über uns Video gesehen. Ist eigentlich ganz cool geworden, finde ich. Das gibt's nicht. Ne. Ne. Boah, ist doch behindert. Also, ich mache da hier einen kleinen Schnitt und nehme dann wieder auf, wenn ich dann wieder soweit bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab das jetzt nach dem 15. Mal geschafft. Hab schon wieder so einen Hals, wollte mein PC gegen die Wand werfen, aber hab's dann doch nicht getan. Also, man musste einfach das perfekte Timing finden. Hab ich leider nicht. Und ja. Anus. Ja, lol. Okay. Geht's da weiter? Da ist eine Leiter. Oh, ne. Ah, okay. Da ist so ein Ding, das auf mich schießt. Okay, ne, ich gehe da jetzt nicht hin. Das könnt ihr löten. Nee, stopp. Mach mal hoch hier. Oh, da ist auch so ein Ding. Hä? Kann ich da nicht hoch? Ah, okay. Ja, ich muss andere Seite. Ich muss andere Seite, Jungs. Glaube ich zumindest. Einfach mal wieder runterfahren lassen. Hochfahren lassen. Wieder runterfahren lassen. Wieder hochfahren lassen. Das war eh schon das Rätsel, oder? Da kann ich das jetzt hier vorschieben. Oh, perfekt. Arsch. Ja. Check ich jetzt nicht. Okay, nach unten kann ich jetzt springen. Wie behindert ist das? Okay, ja. Das geht doch nicht gar nicht mit einer Kiste, oder? Muss ich da jetzt eine Kiste suchen? Aber die Kiste da unten ist ja auch weg. Boah. Ich glaube, ich muss doch da hoch sein. Irgendwie kommt mir das Rätsel suspekt, ja, suspekt vor. Ach, jetzt. Jetzt glaube ich, habe ich statt. Dort gefunden. Ne, ich glaube, dass man einfach die Kiste, die man dann holt oder holen muss, nochmal verwenden muss. Also die hier dann quasi so hoch, dass man. Ja. Ja, mach runter. Gehen, aber wer ist da? Der King. Ja, aber wie? Der ist ja schön und gut, aber hä? Ach, okay, da kann ich die Schwerkraft quasi ausschalten. Okay.
Okay. Ah! Nee. Okay, ich muss ihn perfekten Zeitpunkt erwischen. Okay. Also, es scheint jetzt eigentlich ganz einfach, aber ich stelle mich bei solchen Spielen immer so behindert dumm. Hm, natürlich. Oh, ja, hi. Yeah. Kann ich das jetzt eigentlich? Ach. Ah, okay. Hä? Kickt es das dann darüber? Achso, das ist ja nur für den Bereich. Hm? Das verstehe ich nicht. Schluss, Lanas. Ja. Super. Ja. Hä? Aber wie komme ich dann mit der Kiste darüber? Ja, okay, nochmal. Ja. Fall! Gut. Na, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz, muss ich zugeben. Wie ich da jetzt rüberkommen soll mit dir, hä? Ach, okay. Ich glaube, ich habe das verstanden. Weil ja später... Boah, nicht drauf fallen. Oh, weil du später dann quasi ich so umdrehen kann, dass dann die Kiste... und dann... kommt die Kiste quasi auch nach oben gedingst. Hm, so geht das. Kann ich quasi dann hier hoch... Ja, spring rüber. Oder müsste eigentlich quasi, ja, was da, wer ist da Master in der Limbo? Oh mein Gott, ich bin so froh, wenn ich das durch habe. Das wird ja eigentlich, glaube ich, wird ja gar nicht so lange dauern, bloß ich stelle mich immer so behindert dumm an. Schlecht, Alter. Kann ich die beide schieben? Ja, es ist komisch, wenn man auf dem Kopf steht, so. Okay, die muss ich jetzt quasi so positionieren, dass es am perfektesten passt. Also die ist ja eigentlich dann relativ egal. Ist jetzt ja wieder verschoben. Also. Okay, die schauen, wie weit es rausgeht. So ungefähr. Ha! Master of Timing, würde ich sagen. Boah! Wenn ich da jetzt gestorben wäre, ich hätte euch geschworen, ich wäre... Was statt? Hm. Ja. Okay, Magnet. Kann ich da hoch? Okay. Halt ich mal die Magneten an. Was ist wenn? Ach, das bleibt dann da oben quasi.
Stadt. Dann quasi kann ich schaffen oder wie? Ach, ist denn dann quasi bloß von dem Magnet mal gezogen wird, gehen die alle dann. Okay, das verstehe ich nicht. Da wird die Magneten aktiviert, muss aber schauen, dass das darunter fällt. Wenn ich jetzt den Strom wieder abschalte, ist ja egal eigentlich. Mal die Magneten aus. Ja, okay, dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt. Let's Play Limbo und so. Also dann, bis dann, ciao! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Und wir waren hier bei dem Gedings mit dem Magneten. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wirklich nicht. Ich probiere jetzt einfach mal rum, auf gut Glück. Vielleicht... Nee. Hilft das? Hilft nix. Boah, ETF. Okay. Komm, probieren ist lässig, würde ich mal sagen. Perfekt, dann haben wir das Rätsel hinter uns gelassen. Ich mag Regen nicht. Oh, komm! Na! Ah! Am Arsch! Komm wieder! Komm! Komm! Boah, perfekt! Am Arsch! Boah! Ja, okay, ich muss das Ding dann quasi treffen, damit ich hier. Lauf! Oh, oh, okay, okay. Wie springe ich? Wie? Okay, da. Ach du Scheiße. Ist das behindert? Nein! Ja, ich hab dann nicht. Das ist ja dann total behindert quasi. Okay, Timing auf Timing, aufs Timing kommt es an. Ist ja nicht so, dass mich hier gerade eine Kettensäge verfolgt. Jetzt habe ich das Ding nicht getroffen. Ist doch alles für ein Arsch. Komm, mach! Okay, wenigstens. Weil, sag mal, will mich das Spiel jetzt ganz ehrlich verarschen? Ja. Anscheinend. Also mich macht der persönlich ein Geräusch von Motorsägen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich mag's nicht gern. Hupf! Hüpf! Ho! Oh. Ne. Marsch. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ach, so klar. Ja.
Vor allem ist es so behindert, weil es ja mit den Pfeiltasten geht und springen auf einmal dann auf der linken Pfeiltaste ist. Boah, das war Glück. Boah, schon wieder. Ne, ich warte jetzt. Das Spiel hat so viel mit scheiß Timing zu tun, dass ich so und so nicht so gern mag. Oh, ich fiel da runter, aber lebend. Menno. Ja. Bitte. Lass der Zeit. Ist kein Stress. Komm. Chill down. Junge. Okay, los. Jetzt greife ich nicht mal das Ding. Wie wär's, wenn ich einfach wieder die Part schneide und die 100 Tote einfach nicht einblende? Yay! Warum springt das Ding? Ich kann beim Zocken so ausflippen. Das ist ja nicht wirklich Zocken, es ist ja mich konzentrieren nach einem 10-stündigen Schultag. Physik-Schulaufgabe, alles hinter uns. Und ja. Arsch, würde ich sagen. Boah. Tut mir leid, dass der Part jetzt 5 Minuten länger dauert, aber ich kann das nicht. Lauf! Was? Mit TF? Gott, hat er überlebt? Ma! Hopp! Ja! Uhu! So der geile Typ. Ja, aus der Höhe bricht er sich natürlich nichts. Alles Paletti. Muss ich da jetzt das Ding drehen? Okay. Wehe. Ich sag's dir, wehe. Ich muss wieder von der... Okay. Okay, gut. Lol, Hilfe! Ja, mach doch, treff doch das Ding! Okay, ich glaube, ich muss dann wieder einfach... So. Mal schau, dass ich das Ding da treff. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so, was ich mir aus dem Kunststück da jetzt erhoffe, aber anscheinend, dass ich dann quasi... Mach! Nein! Okay, ich muss an der Kettensäge vorbei. Das an sich eigentlich nicht so schwer wäre, wenn da das scheiß Gravitationsfeld nicht ausgeschaltet ist, wäre sein Tod. Komm, mach! So, und wieder dasselbe. Aber jetzt kann ich wenigstens schieben. Mach! Oh, so, und jetzt hopp schnell. Schnell, mach! So. Boah! Oh mein Gott! Okay, anscheinend. Bah! Was? Bah! Hä? Keiner.
Schloss? Ich probier's jetzt mal auf der anderen Seite. Ah, okay, vielleicht funktioniert's ja so. Hä, ist... BCF. Es hat mich nicht getroffen. Habe ich das jetzt nicht aktiviert? Spring! Ja, fick dich! Stadt! Oh! Mein Gott! Nein! Ja! Ach, da unten ist... Da ist ein Einzelteil, ist gesägt worden. Mach! Perfekt. Bleibst du erstmal hier. Sein Fall. Was? Was? Aber wie? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich treffe das vor allem auch nicht. Ja, schön und gut, aber ich... Dann geht er das auf die Seite. Wie soll denn das gehen? Aha. Es ist ja alles hier elektrisch und Zahnräder und Ioni. Wie soll denn das gehen? Ja, dann geht er auf die Seite. Zeige ich es dann irgendwann raus. Hm, okay, ja. Hab's raus. So, circa. Kommt eigentlich so. Da. Keine 2 Sekunden früher kann der sich umdrehen oder so. Okay. Ja, okay, immerhin. Ja. Klar. Am Arsch. Boah. Das Spiel.
Mach. Ja, aber da kann ich ja auch nicht weiter. Ich verstehe das nicht. So, musste nämlich ganz kurz weg. Hier, no real life, only AFK und so. Stadt. Oh mein. Bin ich jetzt auch tot? Was passiert mit uns? Sind wir jetzt tot? Haben wir das Spiel durchgespielt? Was ist jetzt? Taucht jetzt eine endlose Kette von unankommlichen Vorkommen? Oder haben wir wirklich das Spiel durchgespielt? Seine Frequenz oder sterben wir jetzt? Macht er jetzt auf? Wir finden den Sinn des Spiels heraus? Ja, Epic, Slow Motion und so, komm, mach jetzt! Kann man das nicht überspringen? Steh auf! Ja, wenigstens scheint ein Licht auf uns. Wehe, das war nur ein Traum und so. Und hab die ganze Scheiße umsonst gemacht. Das Ende war jetzt episch, wenn das Ende war. Ich hoffe's. Nicht, dass das Spiel jetzt schlecht wäre oder so, aber... Nee. Steh auf, Junge! Schlafen nix gibt's! Ja, was statt? Schläft er noch? Versuch grad sinnig, unsinnig auf meinen Tasten zu hämmern, aber geht nix. Ja, steh doch auf! Ja, geht doch! Mach da Augen auf! Alles von vorn los. Okay. Hauptsache er wird mal eine halbe Stunde durch die Luft geschleudert und läuft dann einfach ganz normal weiter. Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwo reintritt und dann sofort kann nicht mehr springen. Okay, ich kann nicht mehr springen. Ich kann auch nicht mehr. Ein Mädchen, nein. Bitte, bitte tu das nicht, das ist doch eklig. Ernsthaft, wir haben das Spiel durchgespielt wegen einer Frau. Ernsthaft. Oi. Und da macht mein Handy auch der Ding. Okay. Na gut, jetzt haben wir Limbo anscheinend durchgespielt. Dann sehen wir uns beim anderen Let's Play oder Dings, keine Ahnung. Ja, dann bleibt mir nicht viel zu sagen. Außer dass das Spiel teilweise, ja, stellenweise richtig gut war. Teilweise hat sich dann wieder lang gezogen und die. Aber insgesamt ist es echt cool. Eine Kaufempfehlung für jeden, der so kleine... Oh, geht's jetzt weiter?
Nee. Ehre, wem Ehre gebührt. Genau. Ja, was würde ich sagen? Genau, es ist eine Kaufempfehlung für jeden, der eben solche Spiele mag. So ein bisschen, ja, auf gruselig gemacht. Und eigentlich sehr amüsant. Manchmal ein bisschen langatmig, wie gesagt. Aber ganz okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht bei Call of Duty 2, bei Call of Duty Modern Warfare 2 und vielleicht beim neuen Projekt von mir. Ich weiß es noch nicht. Muss noch überlegen, auf was ich Lust habe, was ich machen will, was ich machen kann. Werden wir einfach mal schauen. Also dann,